Ja, besten Dank für die Einführung. Und ich freue mich sehr, dass ich in dieser Ringvorlesung teilnehmen kann und in diesem Line-up von den verschiedenen Speakern den Abschluss bilden kann. Sie hatten Vorträge, Vorlesungen gehört zum Thema Energiewende, KI, Klimaschutz, klimaneutraler Campus. Ich möchte Ihnen jetzt versuchen, Ihren Blickwinkel in Richtung Bioökonomie, in Richtung Pilze zu lenken. Ich hoffe, dass am Ende der Vorlesung Sie verstehen, dass man vielleicht mit der Pilzbiotechnologie viele Antworten für die Herausforderungen finden kann, vor denen die Menschheit heute steht. Was ist Bioökonomie? Bioökonomie ist eine neue Art des Wirtschaftens, eine biobasierte Wirtschaft, mit der man versucht, mit biologischen Rohstoffen eine Wirtschaft zu ermöglichen, Materialien herzustellen und auch einen Kreislaufgedanken in die Wirtschaft einzuführen. Und das ist etwas eigentlich, was wir von der Natur lernen können. Die Natur, Mikroorganismen, Pflanzen, Tiere haben seit des Bestehens der Erde gelernt, mit planetaren Ressourcen zu leben. Sie haben verstanden, wie man die Elemente Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff, Schwefel in Kreisläufen hält. Und ich hoffe, dass ich Ihnen heute ein bisschen die Augen öffnen kann, wie eine nachhaltige Zukunft für uns Menschen aussehen könnte, indem wir von Pilzen lernen und indem wir aber auch verstehen, dass es nicht nur um die Wissenschaft geht, sondern dass es auch um Kunst geht, dass es auch darum geht, den Kreativitätsmotor Gesellschaft mit den Künsten, mit den Wissenschaften zusammenzuführen. Ich spreche immer von einer Triade. Das sind alles drei Kreativitätsmotoren: Wissenschaft, Künste und die Gesellschaft. Und ich glaube, dass wir nur in diesem Miteinander tatsächlich in der Lage sein werden, die großen Fragen erstmal richtig korrekt zu definieren und dann auch Antworten zu finden. Das große Stichwort, auf das ich auch hinarbeiter ist Transdisziplinarität, also nicht nur interdisziplinär zu arbeiten. Und das ist etwas, was ich als Biotechnologin gelernt habe, also mit verschiedenen Disziplinen in den Wissenschaften zusammenzuarbeiten. Transdisziplinär heißt auch mit den Künsten zusammenzuarbeiten, auch mit der Gesellschaft. Und dazu will ich, um in die Zukunft zu schauen, möchte ich einfach mal in die Vergangenheit schauen. Wie hat in der Vergangenheit eigentlich Wissenschaft funktioniert und wo waren eigentlich die großen Entdeckungen? Und das Interessante ist, wenn man sich mit Wissenschaftsgeschichte beschäftigt, kommt man natürlich nicht nur in Kontakt, sondern beschäftigt man sich mit den großen Universalgelehrten. Und einer der großen Universalgelehrten, Leonardo da Vinci, war Universalgelehrt, ein Polymath, weil er sich verschiedenen Interessen gewidmet hat. Also er war Anatom, er war Maler, er war Architekt, er war Ingenieur. Das war das 15. Jahrhundert, das war der Zeitpunkt der Renaissance, das war der Moment, wo man verstanden hat, der Mensch mit seiner Kreativität, die in den Wissenschaften und Künsten liegt, kann beginnen zu verstehen, wie Natur tickt. Galileo Galilei ist auch ein sehr gutes Beispiel. Er war ja nicht nur Astronom, sondern er war im Prinzip auch ein Künstler. Er hat sich sehr für die Künste, für die Malerei, für das Zeichnen interessiert und hat mit dem geschulten Auge eines Malers durch sein Teleskop geschaut und hat gezeichnet. Und durch das Zeichnen des Mondes, denkt man, hat er, und immer wiederholt es auch Zeichnen des Mondes, hat er verstanden, wie die Strukturen auf dem Mond aussehen, wofür sie stehen, die Berge und die Täler, aber auch, dass es immer die gleiche Seite des Mondes ist, die zu uns gedreht ist und damit automatisch sich der Mond um die Erde drehen muss. Später, wir sind jetzt auch im Mitte des 17. Jahrhunderts, haben zwei Freunde, denen es eigentlich nicht so erlaubt war, Freunde zu sein. Der eine war Protestant, der andere war Katholik. Beide haben in Delft gelebt, haben sich aber miteinander ausgetauscht. Und zwar Jan Vermeer, der Vater der Mikrobiologie, weil er das erste Mikroskop in der Mikrobiologie entwickelt hat. Das ist das, was Sie hier sehen. Und er hat sich viel ausgetauscht mit Jan Vermeer, ein Maler zu der Zeit in Delft. Und Jan Vermeer hat viel an der Perspektive gearbeitet. Und man vermutet, dass er vielleicht eine Kamera obscura genutzt hat und dass er sich darüber halt auch mit Antoni von Leeuwenhoek ausgetauscht hat. Also über Perspektive, über Vergrößerung.
Und die beiden rechten Gemälde, die Sie sehen, schätzt man, denkt man, dass wir hier Jan Vermeer sehen, im übertragenen Sinne als der Geograph und der Astronom. Also auch im 17. Jahrhundert gab es regen Austausch zwischen der Wissenschaft und den Künsten. Immanuel Kant kennt ihr alles als Philosophen. Weniger bekannt ist, dass er sich auch mit der Geschichte oder dem Verstehen, wie ist eigentlich unser Sonnensystem entstanden, auseinandergesetzt hat. Und er hat war ein Befürworter der sogenannten Nebula-Theorie. Das heißt, unser Sonnensystem ist aus einem Nebel entstanden und hat ja dieses Buch auch veröffentlicht, Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels. Und ich glaube, die letzten Beispiele, die ich Ihnen nennen möchte, und jetzt kommen wir langsam sozusagen zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Jena zu der Zeit ein starker Bildungsort in Europa, in Deutschland. Dort haben sich Alexander von Humboldt, sein Bruder Wilhelm von Humboldt getroffen, mit Friedrich Schiller, mit Wolfgang von Goethe. Also Naturwissenschaftler, Intellektuelle, Poeten. Und die Entdeckung, die Alexander von Humboldt auf seinen Reisen gemacht hat, die hat er auch gezeichnet. Und darüber, über nicht nur die Schönheit der Natur, aber sozusagen auch die Schönheit der Wissenschaften berichtet. Und Goethe beispielsweise war nicht nur Schriftsteller, sondern er hat sich auch mit der Farbtheorie bezeichnet. Und in dieser Zeit, also mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts, hörte so langsam dieser Austausch der Intellektuellen aus diesen verschiedenen Disziplinen auf, weil offensichtlich das Wissen in der jeweiligen Fachdisziplin zu groß wurde, als dass ein Kopf das alleine verdauen konnte. Und das führte dazu, dass sich im Prinzip zwei Kulturen entwickelt haben. Die der Naturwissenschaften, in Klammern Ingenieurswissenschaften, zählen wir jetzt runter, eine Kultur, und die andere Natur sind die Geisteswissenschaften, in Klammern dazu zählen die Kulturen dazu. Und die haben jeweils begonnen, in unterschiedlichen Fachjournalen zu publizieren, unterschiedliche Sprachen zu entwickeln, sodass auf einmal gar kein Austausch mehr stattfand. Und jemand, den sich dieses Themas wieder angenommen hat, war C.P. Snow. Von dem haben Sie vielleicht auch schon mal etwas gehört. Ein Physiker, der aber auch Romane geschrieben hat und der gesagt hat, und sehen Sie es mir bitte nach, dass alle Texte hier in der Vorlesung auf Englisch sind. Ich spreche auf Deutsch, aber es hat sich bewährt in meiner Lehre, dass die Slides auf Englisch sind und die gesprochen in Deutsch wird. Er hat gesagt, the clashing point of two subjects, two disciplines, zwei Kulturen, also zwei Disziplinen, die Wissenschaften, die Künste, of two cultures, of two galaxies, so far as that goes, ought to produce creative chances. Also da, wo sich zwei Disziplinen treffen, die sehr weit entfernt voneinander liegen, dort gibt es kreative Möglichkeiten. Und in the history of mental activity, that has been where some of the breakthroughs came. Also dort ist sozusagen, ja, da sind Durchbrüche entstanden. Da hat man wirklich was ganz fundamental Neues verstanden, entwickelt. The chances are there. Die Chancen sind da. But they are there, as it were, in a vacuum, because those in these two cultures can't talk to each other. Also die Chancen sind da, aber wir können einfach nicht mehr miteinander reden, weil wir unterschiedliche Sprachen sprechen. Und er sagt sozusagen diese, und das ist im Prinzip vor 60 Jahren in einer berühmten Rede, The Reed Lecture, zusammengefasst, diese Aufteilung in zwei Kulturen, Wissenschaft und Künste, behindert auch eine einzelne Person daran, ihre volle kreativ intellektuelle volle Kreativität auszuschöpfen. Und zwei Personen möchte ich noch zitieren und dann hoffe ich, habe ich viele Disziplinen zu Wort kommen lassen. Hier ein Biologe, der Ende letzten Jahrhunderts gesagt hat, neither science nor the arts can be complete without combining their separate strength. Science needs the intuition and metaphorical power of the arts, and the arts need the fresh blood of science. Also die Wissenschaft braucht die Intuition, die metaphorische Kraft der Künste, und die Künste brauchen das frische Blut der Wissenschaften. Und ein Philosoph hat gesagt, vor nicht allzu langer Zeit, also Art and Science are in a tension that is most fruitful when these disciplines observe and penetrate each other and experience how much of the other they themselves still contain.
Kunst und Wissenschaften zusammenkommen und beginnen zu verstehen, wie sie jeweils ticken, stellen sie fest, es gibt mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede. Und die Beschäftigung in den letzten Jahren mit diesen Themen hat bei mir dazu geführt, dass ich meinen Beruf als Wissenschaftlerin, meine Passion als Wissenschaftlerin, in der ich Forschung mache, Lehre mache, ausgeweitet habe und versucht habe, in Verbindung zu bringen mit meiner Leidenschaft als Künstlerin. Und ich nutze die Kunst als Sprachrohr für die Wissenschaft, die wir betreiben an der TU Berlin, TU Berlin. Versuche über die Kunst auch unsere Wissenschaft, meine Wissenschaft besser zu verstehen und auch damit in Kontakt zu kommen mit der Gesellschaft. Die Kunst bildet eine Brücke zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, um so Fragen der Gesellschaft viel, viel eher in unsere Wissenschaft, in den Laboren unseres Fachgebiets einzubeziehen. Und dieses Arbeiten an dieser Grenze und immer wieder in diesen wechselnden, ich bin Wissenschaftlerin, ich bin Künstlerin, führte auch bei mir zu der Erkenntnis, dass das eigentlich Labore, unser Labor, hier sehen Sie Bilder aus unserem Labor, eigentlich recht ähnlich sind, natürlich anders, aber vom Grundgedanken ähnlich sind, wie ein Atelier aufgebaut ist. Es geht darum, dass man auch Daten erhebt, dass man Dinge sammelt, dass man sie sortiert, dass man eine Systematik einführt, dass man Versuche durchführt, dass man Versuche auswertet und dass am Ende häufig ein Ergebnis und eine Erkenntnis steht. Also auch ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass Wissenschaft und Künste eigentlich mehr Ähnlichkeiten aufweisen als Unterschiede. Und ich denke, dass was uns im Labor interessiert, nämlich Pilze, und Sie werden gleich verstehen, warum ich diesen Einführungsbogen brauche für die Wissenschaft, über die ich nachher gleich sprechen werde. Ich denke, dass ich über Pilze eigentlich ein ganz gutes Sujet habe, um mit der Gesellschaft zu sprechen und auch mit den Künsten zu sprechen, weil viele von uns kennen Pilze, interessieren sich für Pilze, einige mögen Pilze, andere mögen keine Pilze. Viele gehen in den Wald im Herbst und sammeln Pilze, essen diese, andere verbinden Pilze mit Tod, mit Verrotten, möchten sie gar nicht zu Hause haben, nicht in Kontakt haben. Also über Pilze gibt es sehr viele Mythen und Geschichten und interessanterweise ist ein Fliegenpilz fast in jedem Kinderbuch zu finden oder auf Kinder. Kleidung. Dabei haben Fliegenpilze eigentlich was mit Tod zu tun, aber wir verbinden sie mit schönen mythischen Märchen. Also Pilze sind, glaube ich, tolle Objekte, um mit der Gesellschaft in Kontakt zu kommen und eine Verbindung herzustellen. Und das bringt mich schon mal zu meiner ersten Frage, von der ich mich freuen würde, dass Sie einfach im Chat Ihre Antworten schreiben. Was sind denn für Sie Pilze? Sind das Pflanzen, sind das Tiere, ist irgendwie was Eigenständiges? Das Auswahl an Bilder oder das Bild, was ich Ihnen jetzt zeige, ist eine Auswahl an Pilzen, die wir ja essen können. Da sind auch Pflanzen gezeigt, da sind auch tote Tiere gezeigt. Also was sind für Sie Pilze? Und gerne können Sie auch reinschreiben, finden Sie toll oder eklig oder was auch immer. Und ich würde auch gleich mal vorlesen, wenn hier ein paar Antworten kommen im Chat. Im Moment ist noch niemand da, also schreiben Sie ruhig mal, was sind Pilze für Sie? Also ich lese mal vor, Essen und Medizin. Pilze sind 1a, eigenständige Gattung, Recyclinggeräte, Lebewesen, Pilze sind top. Kommunikationssystem kommt als Antwort. Vielseitige Organismen, die immer wieder erstaunen. Pilze sind weder Tiere noch Pflanzen, sondern eine eigene Einheit. Pilze sind lecker, wichtige Destruenten. Pilze sind irgendwie außerirdisch. Oh, wow. Okay, sehr, sehr schön. Also von den 10 Antworten, die jetzt ungefähr kamen, waren es im Prinzip alles positiv besetzte, ne? Wissenschaftlich korrekt, die Antwort Pilze sind weder Pflanzen, sind weder Tiere. Also bis vor 50 Jahren hat man sie den Pflanzen zugezählt und mittlerweile weiß man, sie bilden ein eigenständiges Königreich. Und gehören neben den Pflanzen und den Tieren zu den am weitentwickelsten Königreichen in der Natur. Und zu allen anderen Punkten, die Sie genannt haben oder die als jetzt Antworten kamen, kommen wir gleich.
Aber das ist jetzt eine schöne Überleitung zu meinem nächsten Gedankengang, den ich kurz ausführen möchte, der sogenannten 3F-Initiative. Also ich möchte, dass Sie nach dieser Vorlesung, wenn Sie nach Hause gehen, sagen, ja, also in Englisch funktioniert es besser, say the F-Word, ja. Und was ich damit meine, Fauna, Flora und Funga. Das sind die am drei weitesten entwickelten Königreiche auf dieser Erde, Tiere, Pflanzen und Pilze. Und zwar ist sozusagen für die Bedeutung ist die Bedeutung der Pilze für unsere Ökosysteme, auch für unser Leben als Menschen und für die Natur, wie sie uns umgibt, die Flora und Fauna, von fundamentaler Bedeutung. Ich werde es später nochmal genauer ausführen, wie. Aber das Problem, das wir Menschen haben, ist, Großteil dieser Aktivitäten findet quasi für uns im unsichtbaren Bereich statt. Unterirdisch, wenn Pilze ihre kleinen Zellen ausbilden, ihre Myzelien, die quasi für unser Auge unsichtbar sind. Und die International Union for Conservation of Nature hat 2021 darum gebeten, dass wir langsam anfangen, eine sogenannte mykologisch inklusive Sprache zu sprechen. Also wenn wir sagen, Tiere und Pflanzen umgeben uns oder Flora und Fauna umgibt uns, dass wir beginnen zu sagen, Fauna, Flora und Funga. Und warum sie so wichtig sind, möchte ich Ihnen mal ein Beispiel dafür nennen aus meiner eigenen Arbeit und auch aus meiner künstlerischen Arbeit, damit Sie das, dass das vielleicht so als bildhaft hängen bleibt bei Ihnen. Also, ich bin ein Tier. Wir alle sind Tiere, aber ich bin ein Tier, was unglaublich gerne Äpfel isst. Ich liebe Äpfel. Apfelbäume gibt es, weil es Pilze gibt, die als Mykorrhiza fungieren. Das heißt, sie leben in und um die Wurzeln von den Apfelbäumen und sie versorgen die Apfelbäume mit Wasser und Nährstoffen aus der Tiefe der Erde. Stickstoffhaltige Nährstoffe, Phosphate und im Gegenzug erhalten Pilze von der Pflanze Zucker, die der Apfelbaum über die Photosynthese fixiert hat. Okay, Apfelbäume brauchen aber nicht nur Mykorrhiza-Pilze, sie brauchen auch Insekten zum Überleben und zwar Insekten, die sie im Frühling bestäuben, damit sie ihre Früchte bilden können. Und als Dankeschön geben Äpfel den Bienen im Herbst die Früchte oder uns Tieren. Aber was die Bienen und die Hummeln, also die Insekten, nicht verwerten können, ist die Apfelschale, die ist sehr pektinreich, und auch das Kerngehäuse. Auch bestimmte Kohlenhydrate und zellulosehaltige Substanzen, also daraus sind die Zellwände des Kerngehäuses aufgebaut und das können die Insekten nicht verwerten. Und Sie ahnen es schon, hier kommen Pilze ins Spiel. Verschiedene Pilze, Schimmelpilze, Baumpilze, wie diese sortiert werden oder klassifiziert werden, systematisiert werden, das greife ich später nochmal auf. Aber Ihre Aufgabe ist, diese Fruchtkörper, die Äpfel der Pflanzen, komplett zu zersetzen, damit sie der Pflanze dann wiederum CO2 für die Photosynthese zur Verfügung stellen. So, und ich jetzt in meiner Funktion als oder in meiner Passion als Künstlerin, ich sammle Dinge, die übrig bleiben, die in der Natur nicht verwertet werden. Ich sammle aber auch Dinge, die wir Menschen als Abfall bezeichnen und warum auch immer in der Natur hinterlassen. Also Schrott. Sie glauben nicht, was man im Wald alles an Metall finden kann. Ich sammle aber auch tote Bäume oder Rinde, ja, also Baumstücke. Und aus all diesen zufällig gefundenen arbeite ich Skulpturen und gebe quasi diesen Tieren, Pflanzen, Pilzen eine neue Koexistenz. Und das Werk, was Sie jetzt hier links sehen können, das ist, ja, The Trees Will Stand Like Pleading Hands. Das ist ein Song oder eine Textstelle aus einem Song von The Cave and the Bad Seeds, wo es quasi ich drauf referiere, wie wichtig ist es ist, dass Pilze Wasser aus den Tiefen der Erde ziehen. Denken Sie an die Sommer 2018 oder 2019. Unsere Bäume hier in Berlin haben das nur überlebt aufgrund der Mykorrhiza-Pilze. 90, 95% der Landpflanzen leben in Symbiose mit solcher Art Pilzen.
Okay, das heißt, ich sammle ja, zufällig Gefundenes in der Natur, bringe das dann in Kontakt oder bringe das dann zusammen und entwickle dann diese Skulpturen hier ganz links, Armillaria. Das ist der größte Pilz auf dieser Erde, aber die Skulptur selber sind einige Fruchtkörper, ist 5 Zentimeter groß. Waterway, sozusagen, um die Funktion des Wasserziehens aus der Erde mal zu symbolisieren. Space Biotech, ein Raumschiff aus Pilzen, auch das ist langsam in Reichweite, oder das ist das, was in den Wissenschaften unter anderem wir auch beforschen. Und ein Rover, der vielleicht einer sein könnte, der irgendwann den Mars oder Mond befährt. So, und die Gesamtgeschichte, sozusagen das Narrativ, was dahinter steht, ist, dass es gäbe nicht diese Pflanzen, diese Baum, diese Sträucherwelt um uns herum, ohne die metabolische Kraft der Pilze. Vor ungefähr 800 Millionen Jahren haben Algen aus den Meeren und Pilze aus den Meeren das Land erobert und es so ermöglicht, dass sich Landpflanzen gebildet haben, weil beide in Symbiose gegangen sind. Wenn Sie einen Baum sehen, müssten wir eigentlich anfangen, diesen Baum nicht nur zu klassifizieren anhand seiner Blätter, Früchte und Rinde, sondern wir müssten eigentlich auch noch die Informationen dazu geben, mit welchem Pilz lebt dieser Baum zusammen. Erst diese Beschreibung wäre vollständig. 90, 95% der Landpflanzen leben in Symbiose mit Pilzen. So, und das bringt mich zur Welt der Pilze. Das gibt ja nicht nur die Mykorrhizapilze, es gibt viele. Und ich versuche wirklich, das ganz kurz zu fassen. Was sind Pilze? Also, wir haben verstanden, es sind keine Pflanzen, es sind auch keine Tiere. Sie gehören zu den Mikroorganismen, weil die meisten von ihnen mikroskopisch klein sind. Zu den mikroskopisch kleinen Pilzen gehören einzellige Hefen, wie zum Beispiel die Bier- und Bäckerhefe Saccharomyces cerevisiae. Hier oben links sehen Sie ein Bild einer Hefe-Mutterzelle, die gerade dabei ist, eine Tochterzelle abzuschnüren. Und hier bildet sich schon eine Narbe aus. Und irgendwann ist diese Mutterzelle komplett vernarbt, wenn sich diese Tochterzelle abgelöst hat und dann die nächsten sich hier und da bilden. Und dann stirbt im Prinzip die Mutterzelle. Wenn ich dieses Bild sehe, muss ich, in Klammern, ich habe auch so einen kleinen Astrophysik-Flip, muss ich auch an dieses Doppelsternsystem denken. Diese beiden Sterne sind dabei, miteinander zu fusionieren. Und diese beiden Zellen sind dabei, sich zu trennen. Also Pilze können einzellig sein. Pilze können aber auch mehrzellig sein. Ich zeige Ihnen auch gleich Bilder dazu. Das heißt, sie bilden zellförmige, langfädige Zellstrukturen aus, die sich verzweigen und ein Myzel bilden. Denken Sie an eine Netzwerkstruktur, die dreidimensional ist und de facto aussieht wie das Internet. Diese Myzelstruktur ist im Erdboden für uns unsichtbar. Hier ein Beispiel des größten Exemplars, welches wir hier in Europa haben. Es befindet sich in der Schweiz und gehört zum Hallimasch, Armillaria ostoiae. Und für uns sichtbar ist aber nur das Pilzmyzel, welches sich zu einem Fruchtkörper formt. Also, und das ist auch eine wichtige Information, auch diese Fruchtkörper bestehen aus Pilzmyzel. Es ist nur anders aufgebaut, anders strukturiert als dieses frei verteilte Pilzmyzel, welches sich unterirdisch befindet. So, und auf der Erde schätzt man ungefähr 5 bis 6 Millionen Pilzarten. Und jetzt kommt meine zweite Frage mal in den Chat und mal sehen, wo die Antworten liegen. Was schätzen Sie, wie viele Tierarten gibt es auf der Erde? Dazu kann ich gerne vorlesen, also 5 bis 6 Millionen Ah, Pilze. Und jetzt kommen die Antwort: 8 Millionen Tierarten, 3 Millionen. Tierarten, 1 Million, 2 Millionen, supi, genau. Also, 50.000. perfekt. Die ersten Antworten waren genau in der richtigen Dimension. Also, man schätzt 8 bis 10 Millionen Tierarten. Mir kommt es jetzt auch nicht auf die genaue Zahl an. Mir geht es eher jetzt darum, dass Sie verstehen, es ist die gleiche Dimension. Und so wie wir uns den Tieren nähern,
und verstehen, dass ein Insekt etwas anderes ist als ein Fisch, etwas anderes ist als eine Qualle, es etwas anderes ist als eine Falle. Und wir nicht sagen, Tiere sind toll oder Tiere sind ekelhaft oder Tiere machen krank oder ja. Genauso müssen wir uns dieser Pilzwelt nähern. Also Millionen von Arten, wir haben schätzungsweise ein paar Prozent nur bis jetzt analysiert. 140.000 ungefähr, 120.000, das sind so die Zahlen, die Sie in der Literatur finden. Und diese meisten von denen sind sogenannte Saprophyten, das heißt, sie ernähren sich von totem biologischem Material, anderen toten Mikroorganismen, toten Pflanzen, toten Tieren, toten Menschen und sorgen dafür, dass die Elemente des Lebens im Kreislauf bleiben und dass sich aus totem biologischem Material am Ende auch Humus bilden kann. Ein Teil der Pilze, aber viel weniger, einige hundert und einige tausend, sind gefährlich für Tiere, für Menschen, für Pflanzen. Wir bezeichnen sie als pathogene Pilze. Und man schätzt, von den circa 8 Milliarden Menschen, die auf der Erde leben, hat 1 Milliarde Menschen zu kämpfen mit Pilzinfektionen. Und es sterben pro Jahr 1 bis 2 Millionen Menschen an Pilzinfektionen. Das ist in der Zahl gleichbedeutend wie Malaria oder Tuberkulose. Also sie bedrohen uns auch. Und dann gibt es noch eine kleinere Zahl, einige Dutzend, die tatsächlich in der Biotechnologie genutzt werden als Zellfabriken. Also sie produzieren Dinge des täglichen Lebens für uns. Und jetzt komme ich langsam in Richtung Bioökonomie, kreislauforientiertes Wirtschaften, kreislauforientierte Produktion. Was meinen wir mit diesen Zellfabriken und um welche geht es hier? Bevor ich dazu komme, nochmal der Grundgedanke, und das ist für mich auch nochmal eine wichtige Take-Home-Message, dass Sie mitnehmen, dass das alles oder das Zentrale der filamentösen Pilze ist diese myzelartige Netzwerkstruktur, also langförmige Zellfäden, die sich verzweigen, Kontakt miteinander gehen. Das ist für uns unsichtbar, und aus diesem bilden sich im Luftraum dann sogenannte Fruchtkörper. Einige Fruchtkörper bezeichnen wir als Schimmel, deshalb nennen wir diese umgangssprachlich Schimmelpilze, die können wir sehen. Und andere Fruchtkörper nehmen wir anders wahr und bezeichnen sie als Baumpilze oder Waldpilze oder Feld- und Wiesenpilze. Das sind jetzt wirklich umgangssprachliche Begrifflichkeiten. So, aber genau, das zentral Wichtige ist, dass Pilze über Stoffwechselfähigkeiten verfügen, die eigentlich so gut wie gar nicht gematcht werden können in der Natur. Sie können fast alles verwerten. Sie können alles pflanzliche, alles tierische Material zersetzen und daraus neue Produkte bilden, die auch komplexer Natur sind, also komplexe Moleküle, Molekülstrukturen haben. Und der erste Pilz, bei dem man das so richtig verstanden hat, der heißt Aspergillus niger. Niger, weil er bei sein Schimmelpilz, weil seine Sporen braun-schwarz, also für unser Auge schwarz sind. Und witzigerweise vor 100 Jahren, 1919, hat Pfizer, das war die erste Firma weltweit, die verstanden hat, mit diesem Pilz kann man Zitronensäure produzieren, weil Zitronensäure im großen Maße in das Kulturmedium ausgeschieden wird. Diese Zitronensäure hat die gleiche Zusammensetzung, molekulare Struktur wie Zitronensäure aus einer Zitrone oder selbst Zitronensäure, die wir Menschen, wir produzieren auch Zitronensäure in unserem eigenen Stoffwechsel. Und das war der Beginn sozusagen der modernen Biotechnologie, da man diesen Pilz in einem sogenannten Bioprospecting gefunden hat. Man ist in die Natur gegangen. Dieser James Curry war ein Chemiker, und er war auf der Suche nach einem Mikroorganismus, der sehr viel Zitronensäure bilden kann. Wir sind hier in der Zeit des Ersten Weltkrieges, als er mit dieser Forschung begonnen hat, und bis dato hat Italien Zitronensäure weltweit vertrieben. Durch den Ersten Weltkrieg war das nicht mehr möglich, Entschuldigung. Und Zitronensäure war aber wichtig, nicht nur für die Lebensmittelindustrie, auch für die pharmazeutische Industrie. Und Pfizer hat verstanden, mit diesem Pilz können wir Zitronensäure produzieren, und hat die ersten biotechnologischen Anlagen dafür gebaut, und das in Brooklyn in New York. So, und quasi in diesen 100 Jahren bis heute hat man verstanden,
dass dieses, und jetzt sehen Sie mal hier ein mikroskopisches Bild von Aspergillus niger und diese wunderschönen Zellfäden, die sich verzweigen. Wir können die ein oder anderen Strukturen darin erkennen. Worauf ich hier in diesem Bild aber hinaus möchte, ist, dass dieser Pilz als auch die meisten anderen Schimmel und auch Baumpilze so gut wie alles pflanzliche und tierische Material zersetzen können, also nachwachsende Rohstoffe zersetzen können und da in ihrem Stoffwechsel, der wirklich, wirklich sehr, sehr skizzenhaft hier links dargestellt ist, aus diesem Stoffwechsel Produkte bilden kann, die, und wenn hier steht Lipide, Terpene, Alkaloide und Proteine, Nukleotide, sie das auch sofort vergessen können, aber von der Struktur her in der Biochemie sofort ableiten können, das sind Lebensmittel, das sind Medikamente, das könnte man nutzen als Biokraftstoff, das könnte man nutzen als Kerosinersatz und so weiter und so fort. Und das führte dazu, dass sich in den letzten Jahrzehnten die Pilzbiotechnologie als Produzent von verschiedenen Proteinen, Enzymen, organischen Säuren, Medikamenten, Materialien entwickelt hat. Und die Pilzbiotechnologie ist daher eine sogenannte Plattformtechnologie, hat sich zu einer Plattformtechnologie entwickelt, die verschiedene Industriezweige beliefert. Wir haben das vor 3, 4 Jahren mal zusammengefasst, also den Einfluss auf die Lebensmittelindustrie, auf die Kraftstoffindustrie, auf die Pharmaindustrie, auf die Textilindustrie und so weiter und so fort. Sie sehen die Beispiele, die hier genannt sind. Und interessanterweise hat letztes Jahr eine Gruppe mal das versucht, in Zahlen zusammenzufassen. 55 Billionen Dollar ist der Marktanteil der Pilzbiotechnologie weltweit. Dann komme ich nochmal mit einer Frage in den Chat. Würden Sie jetzt denken, und 55 Billionen, damit kann keiner von uns was anfangen. Denken Sie, was frage ich, Automobilindustrie. Automobilindustrie wird immer argumentiert, ist wichtig, ist ein Wirtschaftsfaktor. Ist der Markt für Autos größer oder kleiner? Sie können einfach das kurz reinschreiben in den Chat, kleiner, kleiner, größer, größer, was Sie für richtig halten. Einfach mal eine Idee, die Automobilindustrie. Also ich lese mal vor, kleiner, 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 kleiner. Okay, na wunderbar. Also, ich habe einfach mal, und das jetzt aus Statista zusammengefasst, den Anteil, weltweiten Anteil der pharmazeutischen, Automobil- und der chemischen Industrie und der Lebensmittelindustrie. Alle viel kleiner als die Pilzbiotechnologie. Man hat es einfach nicht, oder einige von Ihnen, oder ich hoffe immer mehr, das ist toll, von Ihnen haben es auf den Schirm. Es ist quasi eine Zuliefer, es ist ein Hidden Champion, in Klammern, wenn Sie. Ja, Champignon, das G und N hinausnehmen, sind Sie schon bei Champions. Also, Pilze sind Hidden Champions. Sie sind eine Plattformtechnologie, eine Zuliefertechnologie für verschiedene Industrien. Und es steht halt nicht drauf, made by Fungi, sondern es steht auf den Produkten drauf, made in Europe, in China, in US, in Germany. Und hier mal eine Zusammenfassung der Firmen, die sich in den letzten wenigen Jahren neu etabliert haben. Also alle Start-ups, die im Bereich Lebensmittel, Bodensanierung oder allgemein Umwelttechnologie, Materialien und Gesundheit etabliert haben. Ich möchte Ihnen wirklich empfehlen, es gibt einen Instagram-Account, der heißt MicroStories, der berichtet, wer sich dafür interessiert, berichtet ganz toll, fasst sehr schön zusammen und wie ich finde, fundiert. Was sind neue Entwicklungen in dem Feld und aus welchen Ecken kommen aus der Gesellschaft, aus den Künsten, aus den Wissenschaften kommen neue Ideen für die Pilzbiotechnologie? Okay, und um das abzurunden, wir haben in diesem Weißbuch 2020 mal zusammengefasst, zu wie vielen UN-Nachhaltigkeits- oder Sustainability- SDGs, Sustainable Development Goals, die Pilzbiotechnologie beiträgt. Und in der Summe sind es 10 von 17. Und ich kann da überhaupt gar nicht ins Detail gehen. Ich werde aber eins aufgreifen, und das ist vielleicht was am weitesten weg,
für uns aber in der Forschung jetzt am nahesten mit auch liegt. Und das ist, wie können wir nachhaltig bauen? Denn in der Klimaschutzvorlesung hatten wir, wie gesagt, die Themen schon Energiewende und Digitalisierung. Aber wir hatten einmal schon angedeutet die Bauwende. Und das würde ich jetzt nochmal ganz gerne aufgreifen. Wie kann die PSV-Technologie zur Bauwende beitragen? Grundgedanke ist folgendermaßen. Lignocellulose ist ein Bestandteil in der Pflanze, in der pflanzlichen Zellwände. Jedes Gras, jeder Strauch, jeder Baum, jedes Ahornblatt, alles, was irgendwie landpflanzlicher Natur ist, hat Zellwände und diese Zellwände bestehen aus Lignocellulose. Pilze sind die einzigen Organismen auf dieser Erde, die diese Lignocellulose komplett verwerten können, die das Lignin und die Zellulose abbauen können, in eigene Biomasse überführen und dabei auch andere Produkte bilden können. Und sie bilden dadurch beim Wachstum auf dieser Lignocellulose, bilden sie dieses, hier sehen Sie mal ein kleines Filmchen, sehen Sie sozusagen, wie dieses Pilzmyzel wächst, immer nach außen in eine Richtung wächst und verzweigt und am Ende so auch im hinteren Teil des Myzels Kontakte mit oder ja, Verbindung zwischen den verschiedenen Zellen herstellt, um so viel wie möglich Austausch an Stoffwechseln, Produkten, an Substraten zu ermöglichen. So, und jetzt komme ich zu uns. Was hat das mit uns zu tun? Wir denken, unser Fachgebiet, angewandte molekulare Mikrobiologie hier am Institut für Biotechnologie der TU Berlin, wir denken, dass wir mit dem Grundverständnis, mit dem molekularen Verständnis der Genetik, der Biochemie, der Stoffwechselfähigkeiten von Pilzen verstehen können, wie Pilze wachsen und welche Produkte sie dabei bilden. Und wir wollen auf lange Sicht dazu beitragen, dass Pilze einen noch größeren Beitrag in der Bioökonomie bilden werden, weil wir der festen Überzeugung sind, wenn wir weg wollen vom Erdöl als Ressource, müssen wir auf nachwachsende Rohstoffe. Und der größte Anteil nachwachsender Rohstoffe auf der Erde sind Pflanzen. Fixieren CO2 mit dem toten Pflanzenmaterial. Und jetzt rede ich, ab jetzt rede ich dann von Reststoffen aus der Agrar- und Forstwirtschaft. Also Stoffe, die nicht klassisch, nicht Holz, was zum Bauen verwendet wird, oder auch nicht Pflanzen, die als Lebensmittel genutzt werden, sondern ich rede von den Reststoffen, die in der Agrar- und Forstwirtschaft anfallen und die bis dato niederwertig genutzt werden oder verbrannt werden, also wieder CO2 bilden. So, und wir arbeiten bei unserem Fachgebiet mit zwei Pilzen, Aspergillus niger, den wir genetisch immer besser verstehen und jetzt auch uns nicht nur damit beschäftigen, wie kann man noch mehr andere organische Säuren oder Proteine mit diesem Pilz bilden, sondern wie kann man mit dem Pilz auch Medikamente oder Farben herstellen. In Klammern auch Farben werden petrochemisch, über 90% werden petrochemisch hergestellt. Und wir beschäftigen uns mit einem anderen Pilz, dem Zunderschwamm, lateinisch Fomes fomentarius. Warum? Weil man mit diesen Konstruktionsmaterialien herstellen kann. Und jetzt komme ich zum quasi dritten, letzten Teil der Vorlesung. Ich habe leider, weil ich nur 60 Minuten habe, ich könnte stundenlang über Aspergillus niger und die Forschung reden, mache ich nicht. Gerne in anderen Zusammenhängen. Ich möchte sehr gerne auf das Thema Konstruktion, auf das Thema Bauwirtschaft eingehen. Warum? Denken wir, dass dieser Pilz, dieser Zunderschwamm, und das sind Fruchtkörper, die sie an toten Bäumen, und hier im Berlin-Brandenburger Raum sind es vorrangig Birken und Buchen, sehen können an toten Bäumen. Gerne jetzt auch nochmal den Chat sehen. Haben Sie solche Fruchtkörper schon mal gesehen? Ja, nein, nein, nein. Schreiben Sie einfach rein. Ich schaue mir das dann später sehr, sehr gerne an. Bitte nehmen Sie mit, wenn Sie einen solchen Fruchtkörper hier sehen, ist der Baum bereits komplett mit Myzel zersetzt. Und dieses Myzel bildet aber auch diese Fruchtkörper und Aufgabe dieser Fruchtkörper ist, dass hier an der Unterseite Sporen gebildet werden, über die sich dann über Wind der Pilz dann an andere Orte bewegen kann. So, warum ist für uns das Thema Bauen und Pilze, also wie bringt man das zusammen? Was hat das?
So, im Jahr 2022 gab es ein Report vom Umweltprogramm der UN, der sagt, 37% der weltweiten CO2-Emissionen und 34% der weltweiten des weltweiten Energieverbrauchs gehen zurück auf den Bausektor. Und damit ist Neubau gemeint, aber auch Erhalt von Bauten, Umbau, Rekonstruktion von Bauten. Und wir haben bei unserem Fachgebiet in den letzten Jahren viel überlegt, wie können wir mit unserer Forschung dazu beitragen, dass unsere Forschung auch nachhaltiger wird und tatsächlich etwas zu den Herausforderungen, vor denen wir stehen, also das 1,5 Grad Paris-Ziel. Was können wir da tun? Und da war die Idee, wir müssen mit diesem Pilz arbeiten. Warum? Sie sehen jetzt hier ein Video. Da ist Carsten aus unserem Team, der sich locker da hochziehen kann. Sie sehen mit diesem kurzen Video, diese Fruchtkörper sind unglaublich stabil. Sie sind verhaftet an dem Baumstamm. Das heißt, ja, also dieses mit Zehennetzwerk muss unglaubliche Zugkräfte aushalten können. Das Myzel in dem Fruchtkörper, der Fruchtkörper selber, ist aber auch unglaublich leicht, wenn Sie es mal abgeschlagen haben. Sie können da draufhauen. Das sind Druckkräfte. Die Energie wird dissipiert, also können Sie aufnehmen. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel an erdbebensicheres Bauen denken, wäre das, also das kam uns sofort in den Sinn. Und die Fruchtkörper selber sind wasserabweisend. So, und wenn wir, da wir Molekularbiologinnen sind, wenn wir verstehen, was die genetische Basis dieser Eigenschaften, dieser Materialeigenschaften sind, denken wir, können wir das Myzel, nicht wie es im Fruchtkörper ist, sondern das Myzel, wie wir es im Bioreaktor kultivieren, so genetisch ausstatten, dass es aus dem Bioreaktor heraus schon diese Eigenschaften hat. Also große Druck, also Widerstandsfähigkeit gegen Kompression, gegen Zugfestigkeit, Wasserabweisung und so weiter und so fort. Aber trotzdem Leichtigkeit. So, und was wir tun, wir kultivieren den Pilz auf diesen Reststoffen aus Agrarforstwirtschaft. Welche das sind, können wir gerne nachher in der Diskussion vertiefen. Und wenn man sich das Wachstum unterm Elektronenmikroskop anschaut, sehen Sie, dass wir dieses Pilzmyzel hier, diese Pflanzenpartikel, also ich rede jetzt von Handschäben, gerne später dazu, um was es sich dabei handelt, diese Handschäben einbettet. Und hier ist eine andere Auflösung, 1000 Mikrometer, 200 Mikrometer. Und dadurch bildet sich ein Kompositwerkstoff. Und das Pilzmyzel wächst quasi an diese Pflanzenpartikel heran, wächst auch in dieses hinein. Sie sehen hier eine Aufnahme, die de facto mit Röntgenaugen erstellt wurde, sogenannten Mikro-CT-Aufnahmen, die offensichtlich sind sehr, sehr starke Adhäsionskräfte, die das Pilzmyzel ausbilden kann, um auf und in diese Pflanzenpartikel hineinzuwachsen. Und dabei bilden sich diese Kompositwerkstoffe. Hier innen drin sehen Sie sozusagen dieses Komposit, also diese ursprünglichen losen Pflanzenpartikel sind jetzt eingebettet in das Pilzmyzel und hier außen herum, diese weiße Schicht, ist das reine Pilzmyzel. Ein Luftmyzel fühlt sich an, wie wenn Sie einen Camembert anfassen würden. Es ist genau das Gleiche, es ist das Luftmyzel. So, und hier mal Ideen, wie das so aussieht im Labor. Anfänglich dachten wir nutzen noch so Seilstrukturen, um dann die Stabilität, die braucht es gar nicht. Um Stabilität herzuerzeugen. Wir können jede Form herstellen. Es bedarf insgesamt 6 Wochen, bis quasi diese Kompositwerkstoffe, diese Verbundwerkstoffe produziert worden sind. Das sind verschiedene Schritte, die ich gerne nachher in der Diskussion nochmal vertiefe. Alle Formen sind möglich. Das heißt, wir arbeiten nicht mit dem Fruchtkörper jetzt, sondern wir haben das Myzel isoliert aus Fruchtkörper hier aus der Berlin-Brandenburger Region, arbeiten mit Reststoffen, die aus der Berlin-Brandenburger Region entstehen, aus der Agrar- und Forstwirtschaft und bilden dann verschiedene Verbundwerkstoffe. Materialien, die ultraleicht sind. Wenn ich dieses Werkstoff, den ich hier in der Hand halte, wenn wir den pressen,
entstehen solche Materialien, die man als Rigips, also für den Innenausbau, also als Rigipsersatz und im Innenausbau nutzen könnte. Wenn man sie anders presst mit anderen Temperaturen, entstehen solche Biegsamenplatten. Auch diese eignen sich hervorragend für den Innenausbau. Wir sind noch nicht so weit, dass wir sie komplett wasserabweisend bekommen, aber das ist etwas sozusagen, unser nahes Fernziel ist. Also jede Form ist möglich. Was wir nur brauchen, ist Reststoffe aus der Agrarforstwirtschaft, die nicht anderweitig genutzt werden für Lebensmittelindustrie oder für Holz für klassisches Bauen. Wo soll die Reise hingehen? Wir haben mit diesem Projekt 2018 begonnen. Das war die Zeit, in der ich für mich auch entschieden habe, ich möchte mehr Kunst in meiner Wissenschaft haben. Die Gründe hatte ich Ihnen am Anfang der Vorlesung dargelegt und habe mich zusammengetan mit Sven Pfeiffer, einem digitalen Architekten. Und er war auch sofort begeistert von der Idee, lass uns Häuser der Zukunft bauen aus Pilzmaterial. Im Kontext auch mit klassischen Materialien, die in der Bauindustrie genutzt werden, mit nachwachsenden Materialien, die in der Bauindustrie genutzt werden, oder mit recycelten Baumaterialien. Und unser Ziel ist, bis zum Jahr 2030 ein erstes Haus aus Pilzen gebaut zu haben, mit diesen Materialien. Und wir haben dazu ein Sci-Art-Kollektiv gegründet, MycoX. Und in diesem MycoX sind verschiedene Akteure drin, aus Wissenschaft, aus Kunst, aus der Gesellschaft, Studierende, Citizen Scientists, eine bunte Mischung. Und wir haben alle gesagt, wir tragen dazu bei und bringen unsere Forschung, während sie läuft, schon in die Gesellschaft hinein im Rahmen von Ausstellungen. MycoBuild ist eine Ausstellung, die im Futurium läuft. MycoSpace ist eine Ausstellung und MycoPlace. Und ich möchte jetzt nur ganz kurz Schlaglichter auf diese, in den letzten 15 Minuten Schlaglichter auf diese Arbeiten werfen, in der Hoffnung, dass Sie da verstehen, wo die Reise hingeht und auch so Sie daran interessiert sind, für sich überlegen können, wie könnte ich da mitmachen. MycoBuild ist eine Ausstellung im Futurium, die jetzt noch bis Ende März zu sehen ist. Wir waren noch 3 Jahre dann präsent. 21. März ist die Finissage. Also bis dahin sollten Sie dort gewesen sein oder Sie kommen zur Finissage, 31. März. Wir zeigen hier, wie das Verbundmaterial zusammengehen kann mit Beton und auch Betonteile miteinander verbindet. Wir zeigen dort, wie das zusammengehen kann mit 3D-Druck. Und zwar 3D-Druck von Beton. In Klammern, das kann auch recycelter Beton sein, wie das auch zusammengehen kann von 3D-Druck mit Bioplastik. Beton als auch Bioplastik liefern hier quasi die Stabilitäten, liefern die Stabilitäten, die man braucht für ein Holz, für den Hausbau, Entschuldigung. Und das Verbundmaterial liefert die Eigenschaften, die man braucht für Dämmung, Isolation, Temperatur, Akustik, für angenehme Wohnatmosphäre, für Innenausbau. Wir haben im Kontext dieser Ausstellung die Protokolle, die wir im Labor entwickelt haben, um diese Materialien herzustellen, haben wir sie übersetzt gemeinsam mit Bürgerwissenschaftlerinnen in eine Sprache, Deutsch-Englisch, die von Interessierten Menschen verstanden werden kann, also in eine nicht wissenschaftliche Sprache, und haben diese Open Access zur Verfügung gemacht. Wir haben Workshops angegeben und wir haben auch ein Tutorial, ein Online-Tutorial zur Verfügung gestellt für Menschen, die vielleicht auch gar nicht des Lesens mächtig sind, so dass man verstehen kann, wie man bei sich zu Hause aus Reststoffen, Agrarforstwirtschaft und einem Pilzmycel und einem Pilz, den man sich vielleicht sogar auch im Supermarkt kauft, Material selber herstellen kann und dann daraus seine eigene Lampe, seinen eigenen Stuhl, sein was auch immer. Also der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Wir haben mit verschiedenen Hochschulen, Kunsthochschule Weißensee zum Beispiel, aber auch mit der Universität der Künste, haben wir Kurse angeboten, hier ein Beispiel, ein Peer-to-Peer-Teaching, wo wir Studierende der Künste und des Designs mit Studierenden der Biotechnologie zusammengebracht haben. Und sie so einfach gesagt haben, hier sind die Labore, hier sind die Möglichkeiten, hier sind die quasi die Protokolle, die Materialien, ihr braucht
Nehmt euch Zeit, erarbeitet eure eigenen Ideen und hier sind tolle Projektideen entstanden, die man zum Beispiel aus Alttextilien, nicht genutzten Textilien, aus Textilresten, die in der Textilindustrie anstehen, die man aus diesen Textilresten sozusagen 3D-Objekte herstellen kann, die stabil sind und die man nutzen kann. Denken Sie jetzt wieder an, ja, an Lampen, also was auch immer Sie als Designobjekte in einer Wohnung sich vorstellen können. Wir haben mit dem Haus der Materialisierung zusammengearbeitet, arbeiten es immer noch, und zwar konkret mit der Mitkunstzentrale, die Nora Wilhelm, die ist hier zu sehen, und Erik Göngrich arbeiten und oder geleitet werden. Und mit denen arbeiten wir zusammen, auch in einem Studierendenprojekt, auch Peer-to-Peer-Teaching, wo es darum geht, Reststoffe, die in der Stadt anfallen, in Berlin, in Brandenburg, Abbruchreste von Häusern, Textilreste. Welche von denen lassen sich nutzen, um daraus Objekte für eine Neunutzung zur Verfügung oder zu erstellen und dann zu nutzen? Das war quasi Microbuild. Microspace, eine Skulptur, die wir 2021 im öffentlichen Raum gezeigt haben in Frankfurt am Main im Rahmen einer Ausstellung, dreimonatigen Ausstellung. Dieser kleine Pavillon als Lebensort für zwei Personen konzipiert war dort in einem öffentlichen Park zu sehen, zu besichtigen und auch für Übernachtung zu buchen. Die Dachkonstruktion ist aus diesem Verbundwerkstoff. Die Innenkonstruktion ist aus Sperrholz. In Klammern, Sie wissen jetzt, Sperrholz, Holz entsteht nur, weil Pilze mit Pflanzen in Symbiose leben, mit Mykorrhizapilze beispielsweise. Wir haben hier Textilien auch zur Verfügung gestellt, die wir selber hergestellt haben, wo die Farben aus Pilzen stammen. Und in dieser Auseinandersetzung, in diesem Wohnen, Übernachten, in diesem Pilzpavillon hatten wir gehofft, dass Menschen sich auseinandersetzen mit den Möglichkeiten, die die Pilzbiotechnologie in Zusammenarbeit mit den Künsten, mit der Gesellschaft bieten kann. Das ist, ich mache mal den Ton aus, eine minütige Zusammenfassung aus dem Aufbau aus der Ausstellung. Es war im Sommer 21, ultra heiß, über 30 Grad. Als wir dann die Dachpaneele aufgebaut haben, war innen drin zu spüren, wie gut dieses Material dämmt, weil es war sehr angenehm drin. Als ich im September selber dort übernachtet habe, waren es nachts 10 Grad und feucht und es war zu merken, wie angenehm warm es innen drin ist. Also diese, und das ist die Kraft der Künste, von denen ich sprach. Also wir hatten bis dato nicht die Kennzahlen, wie gut die Isolationskraft dieser Materialien ist, aber über die Kunst konnten wir dieses vermitteln. Das ist eine Erfahrung, die wir hier vermittelt haben. Und wir haben ein Interesse generiert. Es haben über 10.000 Menschen die Ausstellung besucht. Einige haben darin gewohnt. Und Sie sehen, wir haben da diese Plane da noch. Wir mussten die Skulptur noch vor direktem Wasser schützen, weil, wie gesagt, wir noch nicht so weit sind, das komplett vor Wasser. Also wasserabweisendes Material zu gestalten. Sind im Wald gegangen, haben Pilze gesammelt, von denen wir wussten, dass sie tolle Farben bilden, haben die Farben extrahiert und haben sie dann genutzt, um Schafswolle oder Baumwolle zu färben, wirklich in einem händischen Prozess, um hier auch das Digitale. Digital wurde, haben wir designt, die ganze Skulptur, an diesem digitalen Entwurfsprozess auch ein händisches Arbeitsprozess entgegenzusetzen. Wenn Sie mehr, es gibt ganz viel, was ich darüber erzählen könnte, ganz viele Informationen befinden sich auf YouTube, auf meinem Kanal oder auf Instagram. Gerne dort mal reinschauen, vorbeischauen und sich inspirieren lassen. Da sprechen auch viele andere Menschen aus MicroX, warum sie wie in dem Projekt involviert waren und was sie getrieben hat. Das waren wir ganz stolz während der Vernissage. Wir haben uns sehr dann auch gefreut danach, dass der Pavillon für 1,5 Jahre in der TU Berlin zu sehen war, gezeigt wurde. Dort haben wir einige Paneele rausgenommen in der Dachkonstruktion, damit man schön von oben reinsehen konnte, beziehungsweise wenn man drinnen saß, man auch nach oben sehen konnte und sich mit auch der Architektur des
der Unibibliothek auseinandersetzen konnte. Das mal eine Drohnenaufnahme aus einer der langen Nächte, lange Nacht der Wissenschaften, in der wir präsent waren, kurz vor der Eröffnung. Die Skulptur wurde sehr viel gesehen, sehr viel besucht, sehr viel diskutiert. Sind dadurch in Kontakt gekommen mit der Wirtschaft, die über beide Ausstellungen, auch über die Maiko-Bild-Ausstellung, die dann begonnen hat, sich dafür zu interessieren. Studierende haben sich damit auseinandergesetzt. Und ich freue mich sehr, dass ab Mitte Februar, 16.02., die Skulptur erneut zu sehen ist im öffentlichen Raum in Berlin, und zwar diesmal für einige Monate in der Berlinischen Galerie. Also wen es interessiert und wer die Skulptur bis jetzt verpasst hat, einfach dorthin gehen. Am 16.02. ist die Vernissage. Für Maiko Space im Kontext der Ausstellung Closer to Nature. Dort werden drei Baukonzepte, zukunftsweisende Baukonzepte gezeigt. Einmal bauen mit Pflanzen, einmal bauen mit Lehm und einmal bauen mit Pilzen. So, und Maiko Place war ein Projekt, das wir im letzten Sommersemester gezeigt haben, mitten auf dem Ernst-Reuter-Platz, auch wieder ein Ort, in dem wir versucht haben, verschiedene Menschen, Akteure in Berlin zusammenzuführen, die gesagt haben, wir interessieren uns für ein nachhaltiges Bauen, wir interessieren uns für eine nachhaltige Zukunft, wir wollen von Pilzen lernen, wir können aber auch etwas Wissen beibringen, vielleicht nicht von Pilzen, aber zum Thema Wasserhaushalt oder zum Thema Bauen oder zum Thema Digitalität. Es war fantastisch. Wir haben viel darüber berichtet. Hier sehen Sie in der Ausstellung, ja, auch wieder Objekte, Textilobjekte oder Bauen. Ein ganz toller Ort. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und was mich wirklich begeistert hat, ist, wie viele Studierende sich dafür interessiert haben. Es gibt auf meinem YouTube-Kanal einen Film, den zeige ich Ihnen jetzt nicht aus Zeitgründen, Maiko X, a Science Art Collective. Da können Sie, das ist ein 8-Minüter, da sind diese drei Projekte, Maiko Build, Maiko Space und Maiko Place, zusammengefasst und wie Sven und ich im Kontext von Maiko Space, aber auch im Kontext von unserer wissenschaftlichen Arbeiten wirklich daran arbeiten, an diesem Ziel festzuhalten, bis 2030 das erste Pilzhaus geschaffen zu haben. So, und abschließend hat es mich wirklich sehr gefreut, dass unsere Arbeiten auch im Nobelpreismuseum zu sehen waren, im Rahmen einer Ausstellung, die hieß Fungi in Art and Science, Oktober letzten Jahres bis Januar diesen Jahres. Und die Ausstellung hieß in Stockholm, und die Ausstellung hieß eben nicht Fungi in Art oder Fungi in Science. Auch hier haben die Kuratoren und Kuratorinnen verstanden, wie wichtig es ist, Art und Science miteinander zu verbinden. Und hier sehen Sie Phil Ross, Künstler und Gründer der US-Firma Microworks, die aus Pilzen Leder herstellt. Wir beide haben ein Objekt oder ein Werk gezeigt im Rahmen dieser Ausstellung, die hieß Fungal Transformer. Drei Dinge haben wir dort gezeigt: einen Bioreaktor, der hier im nächsten Bild vielleicht besser zu sehen ist, aber hier zu sehen ist als Fundament der Biotechnologie und Fundament der Bioökonomie, einer nachhaltigen Ökonomie in der Zukunft. Einen phylogenetischen Stammbaum von verschiedenen Pilzen, die heutzutage in der Biotechnologie genutzt werden. Ich habe Ihnen ganz kurz was zu Aspergillus, nee, das hier unten, zu Aspergillus niger gezeigt. Oder berichtet und ganz kurz oder etwas weiter zu Fomes fomentarius. Wo ist er hier? Sie können sich vorstellen, hier sind viel, viel mehr Pilze zu sehen, und bei jedem Pilz dann, welche Produkte des täglichen Lebens bilden diese Pilze für uns? In der Summe sind es so 30, 40 Zellfabriken, pilzliche Zellfabriken, die heutzutage unseren Lifestyle tatsächlich auch begründen, und wir hatten auch Daten aus dem Mikro-CT, um zu verdeutlichen, wie das Pilznetzwerk aussieht. Sie war eine der stärksten besuchten Ausstellungen, weil tolle andere Objekte gezeigt worden sind, zum Beispiel der erste Pilzmantel aus Pilzleder, andere Ideen, wie man aus Pilzmaterial bauen könnte. Björk hat ihr Dress gezeigt, von ihrem Album aus dem letzten Jahr, Fossora, wo sie sich halt von der Kraft der Pilze und der Ästhetik der Pilze hat beeinflussen lassen. Also hier ein paar Impressionen aus der Ausstellung.
Fungi in Art and Science. Auch hier lässt sich vieles drüber nachlesen auf den entsprechenden Internetseiten. Zwei Take-Home-Messages. Damit hatte ich begonnen. Warum ist es interessant, über Pilze nachzudenken im Kontext vom Bauen und Klimaschutz? Das ist der UN-Report 2022. Warten Sie, im UN-Report 2023, also letztes Jahr, der wurde im September berichtet, sieht man auf dem Deckblatt Building Materials and the Climate, Constructing New Future, zum ersten Mal Pflanzen, zum ersten Mal ein Fruchtkörper eines Pilzes dargestellt. Und Sie können uns das gerne nachher im Nachgang auf dem PDF im Detail nachlesen. Hier dieser grüne Anteil ist der Anteil an Materialien, die bis 2016 im Bau verwendet werden sollen. Also ungefähr 40, 50% sollen biobasiert sein. Und Sie sehen hier erstmalig die Begrifflichkeit Mycelium. Ja? Also man denkt tatsächlich, Pilzmyzel ist wichtig für die Zukunft des Bauens. Und jetzt klicke ich nochmal zurück. Wir haben 2018 mit dieser gesamten Idee begonnen, hier an der TU Berlin, dass das Thema, das Feld zu entwickeln, zu begründen. Wir haben jetzt die Daten erst publizieren können, letztes Jahr 2023, wie die Kennwerte sind im Vergleich zu Styropor, einem Werkstoff, der heutzutage in der Bauindustrie genutzt wird, abgekürzt EPS, Expanded Polystyrol, ein Material, was eine gewisse Druckfestigkeit hat, liegen wir genau drin, dass eine gewisse Wärmeleitfähigkeit hat, sage ich gleich was dazu, und eine Entflammbarkeit. Es ist sehr entflammbar, quasi die schlechteste Entflammbarkeitsklasse. Das Material aus Pilz und Hanf ist sehr schwer entflammbar. Gerne eine Diskussion, warum, wieso, weshalb. Und im Bereich der Wärmeleitfähigkeit liegen wir in der Dimension wie Material aus EPS. Der Wert 0,044 ist ungefähr 30% schlechter als 0,035. In anderen Worten, dieser Bauarbeiter hier hat eine Styroporplatte in der Hand, die 10 cm dick ist, um die Isolierfähigkeit mit Pilzkompositmaterial zu erreichen, müsste diese Platte dann 13 cm breit sein. So, meine letzte Folie ist es, glaube ich, und dann habe ich es, sind wir am Ende der Vorlesung. Ich habe versucht, einige Schlaglichter zu werfen, wie wichtig Pilze, wie wichtig die Pilzbiotechnologie, wie wichtig die Zusammenarbeit aus Wissenschaft, Kunst und Gesellschaft für Innovationsfähigkeit ist, für eine Bioökonomie, für ein neues Themenfeld, Bauen mit Pilzen. Hier die verschiedenen Akteure, mit denen wir in den letzten 5 Jahren zusammengearbeitet haben. Und auch nur in dieser transdisziplinären Zusammenarbeit war es möglich, so viel neues Wissen zu generieren. Unter anderem auch über Erfahrung, über Kunst. Und meine 4 Take-Home-Messages sind folgende. Ich zeige Ihnen gerne das Bild The Thinking Hand von Galileo. Also die kognitive Kraft der Kunst. In modern history, scholars practiced both science and art. The cognitive power of art and the aesthetics of science were appreciated. Many scientists and artists collaborated and mutual inspiration was common. Also viel Kraft lag in der frühen Gesellschaft darin, dass Wissenschaft und Künste miteinander zusammengearbeitet haben. Es gibt Kunst hat auch was mit dem Verstand zu tun und Wissenschaft hat auch etwas mit Ästhetik zu tun. Das Konzept der Symbiose, ich hatte Ihnen das Beispiel gegeben, Pflanzen und Pilze. Ich könnte Ihnen noch viele, viele mehr geben, dazu bräuchten wir aber viel mehr andere Vorlesungen. Konzept der Symbiose Ende des 19. Jahrhunderts beschreibt das Phänomen, in dem zwei Spezies miteinander zusammenarbeiten und voneinander abhängig sind. Das ist voneinander profitieren, mutualistische Interaktion nennt man das. Das dominiert die positive Interaktion auf der Erde. Diese Symbiose in der Biologie könnte uns inspirieren, das Thema Zusammenarbeit, Wissenschaft, Kunst und Gesellschaft wieder neu zu befeuern und auch den Gedanken der positiven Interaktion, den Fokus drauf zu legen und weniger auf Wettbewerb und weniger auf Ausschluss, sondern auf mutualistisch, auf Gemeinsamkeit zu setzen.
Naja, und say the F-word. Flora, Fauna, Fungi. The science of fungi is of key importance for future bioeconomy. Wenn Sie noch mehr nachlesen möchten, es gibt dieses Buch Engage with Fungi, das erste Buch, was im Open Access Verlag des Berlin University Publishing entstanden ist, der erste Open Access Verlag der TU, Humboldt-Universität, Freien Universität und Charité, also der Berlin University Alliance. Vieles von dem und noch mehr, was ich jetzt berichtet habe, können Sie in diesem Buch nachlesen. Sie können sich das PDF kostenfrei runterladen im Internet und da vielleicht noch die eine oder andere Idee bekommen für Ihre Lehre oder für Ihre Forschung. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt freue ich mich auf die Fragen von Ihnen. Dankeschön.